Sie sind hier, 6. Juli 2018, 17.07 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Ruven Schröder freut sich auf Neuzugang Pierre Kunde Malon, Urheberrecht Getty Images. Der FSV Mainz 05 verstärkt sich im Mittelfeld. Vom spanischen Spitzenklub Atletico Madrid kommt ein dynamischer, robuster und torgefährlicher Kameruner. Der FSV Mainz 05 hat Mittelfeldspieler Pierre Kunde Malon vom spanischen Spitzenklub Atletico Madrid verpflichtet. Das gaben die Rheinhessen am Freitag bekannt. In Mainz erhält der Kameruner einen Vertrag bis 2022. Über die Ablösemodalitäten haben beide Clubs stillschweigen vereinbart. In der vergangenen Saison war Malon an den spanischen Zweitligisten FC Granada verliehen gewesen. Dort erzielte der 22-Jährige in 37 Ligaspielen 5 Tore. Ihm zeichnet genau das aus, was wir uns von einem Spieler bei Mainz 05 auf der Sechser bzw. 8er Position wünschen. Er ist dynamisch, robust und hat die Fähigkeit, über das Box-to-Box-Spiel Torgefahr auszustrahlen, sagte der Mainzer Sportvorstand Ruven Schröder. Zudem vereinbarten die Mainzer 3 weitere Testspiele in der Vorbereitung auf die kommende Saison. Während des Trainingslagers in Venlo, 8. Juli bis 14. Juli, spielt Mainz gegen Drittliga-Aufsteiger KFC Uerdingen, 12. Juli, sowie einen Tag später gegen den belgischen Erstligisten RSC Charleroi. Am 31. Juli testen die Rheinhessen im Rahmen des zweiten Trainingslagers in Österreich zudem gegen den englischen Premier League Club West Ham United.